Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir Klöße in Brühe und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, heute machen wir Klöße in Brühe. Das ist auf einer türkischen Art. Also es ist ein türkisches Rezept. Und würde ich sagen, starten wir gleich mal mit den Zutaten. Wir brauchen Eier, Butter, Mehl, Reis, Kartoffeln, Zwiebel, ein paar Gewürze, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Zitrone, Brühwürfel für Fleischbrühe. Wir brauchen Rinderhack und Wasser. Ja, das sind die Zutaten, eine ganze Menge. Dauert auch ein bisschen das Rezept. Darum würde ich sagen, fangen wir gleich an. Wie gesagt, wir brauchen eine Zwiebel. Die habe ich hier. Einfach wie immer halbieren. Dann reingeben. So. Dann machen wir hier. Dann wird die einfach nur zerkleinert. Und zwar machen wir da 3 Sekunden auf Stufe 5. Dann die Zwiebeln mit dem Spachtel nach unten schieben. So. Dann brauchen wir 150 Gramm Rinderhackfleisch. Geben wir dann einfach mit zu. Dann brauchen wir 50 Gramm Reis. Mal auf Tara drücken. Genau, 55 Gramm. Passt schon. Dann brauchen wir ein Eiweiß. Wollen wir schnell machen hier. Nicht so gut geglückt. Das geben wir auch mit dazu. Jetzt Apfel hier rein. So. Brauchen wir 1 Teelöffel Salz. Dann noch 1 Teelöffel Kreuzkümmel dazu. So. 1 halber Teelöffel Pfeffer. Das war's schon. Denn jetzt ganz wichtig ist, dass wir den Linkslauf aktivieren, auf 40 Sekunden stellen und auf Stufe 4. So, da ist die Masse fertig. Jetzt müssen wir sozusagen die Bällchen machen. Dann machen wir 2 Esslöffel Mehl auf den Teller. So, das verteilen. So, damit ich mich nicht so einsaue, nehme ich da mal ein paar Handschuhe. So, jetzt formen wir da kleine Klößchen, so mundgerecht. Ein bisschen Mehl wälzen, damit sie nicht aneinander kleben. So, und die könnt ihr dann gleich in den Gareinsatz legen.
So. Ist die Sache fertig? Da so eine Handschuhe sind wirklich praktisch, sage ich euch. So, gleich mal den Müll machen hier. So, weiter geht's. So, die Klöße haben wir jetzt fertig. Muss noch schnell den Mixbehälter ausspülen und sauber machen. Das Gute immer ist zwar am Thermomix, man kann, wo Strom ist, überall damit kochen, wie jetzt hier draußen im Garten. Aber wenn man dann irgendwie was abspülen muss mit Wasser, muss man doch in die Küche. Aber ich sage, machen wir weiter. Als nächstes kommen die Kartoffeln, 200 Gramm, die habe ich hier schon fertig. Einfach schälen, kleine Schnitten waschen, reingeben. Dann werden die gleich mal ein bisschen zerkleinert. Einfach 4 Sekunden auf Stufe 4,5. Perfekt. So, dann stellen wir die Waage ein. Und jetzt brauchen wir Wasser. Und zwar 1200 Gramm. Geben wir jetzt dazu. So, das haben wir auch. Die ganzen Fliegen hier. So, jetzt brauchen wir zwei Brühwürfel oder sowas, was ich hier immer benutze hier, diese, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, für Fleischbrühe. Einfach mit reingeben. Ups. Dann brauchen wir noch 20 Gramm Butter. Ja, perfekt. Das klappt doch hier. Warte mal. Dann brauchen wir noch ein bisschen Salz noch dazugeben. So einen halben Teelöffel. So. Jetzt kommt der Gareinsatz noch dazu, wo unsere Klöße drin sind. Den hängen wir einfach ein hier. Dann verschließen wir das. Das Kuriose ist, die Klöße, die liegen jetzt auch in der Brühe sozusagen. Ja. So, jetzt dauert das eine ganze Weile. Wir brauchen jetzt, stellen jetzt auf, erstmal Linkslauf, ganz wichtig. Dann 30 Minuten und 100 Grad. Und Stufe 1 natürlich. So. Oh, das duftet schon richtig gut, sage ich euch. So. Gucken wir mal. Oh, sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Also. Nehmen wir mal den. Warte mal, Moment noch mal kurz. So, mal einen Teller besorgen. So, sehen die nicht gut aus hier? Seht ihr das? Schlimme ist draußen bei dieser Hitze, ihr lockt das ganze Viehzeug an. Das ist mal so ein kleiner Nachteil. So, jetzt machen wir noch die Brühe fertig. Wie gesagt, das lässt da alles so drin. Jetzt brauchen wir noch 3 Esslöffel Zitronensaft. Normalerweise nehme ich ja immer frische Zitronen, aber heute leider nicht. Dann macht das mal schnell auch. Also geht's das. So, 3 Esslöffel Zitronensaft, wie gesagt. 1, 2, 3. Dann brauchen wir ein Eigelb. Können wir das von vorhin nehmen? So, hier haben wir es. Ein Eigelb. Weg damit. So, dann verschließen wir das alles nochmal, was eingegeben haben. Dann machen wir nochmal einfach auf 30 Sekunden und Stufe 2.
So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal einmal kurz aufkochen. Und zwar 2 Minuten, 90 Grad, Linkslauf, ganz wichtig. Und einfach auf Stufe 1. So. Dann sind wir auch schon fertig. Schmecken wir mal kurz ab, die Brühe so schmeckt. Finde, könnte noch ein bisschen Salz dazu geben. Wie gesagt, muss man immer noch ein bisschen abschmecken. Salz für meinen Geschmack und noch ein bisschen Pfeffer dazu. So, noch mal kurz durchrühren. So, jetzt aber sind wir fertig. Sagt, jetzt nehmen wir ein paar von diesen. Moment. So, jetzt gibt man sich von diesen Klößen. Was auf dem Teller. Und so, machen wir 3 Stück drauf, 4 Stück, ein paar Stück. So. Dann einfach ein bisschen Brühe dazugeben. So, und dann haben wir die Suppe schon fertig. Probieren wir mal. Wie schmeckt? Wie gesagt, ihr könnt die Klöße natürlich noch ein bisschen kleiner machen. Ich mache das mal hier ein bisschen durch. Ich bin immer ein bisschen ungeduldig. Wirklich sehr, sehr lecker. Wie gesagt, ganz einfache, schönes Süppchen. Mit einem Kartoffelklößchen mit Klößchen. Ja, wie gesagt, soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Nochmal ein kleiner Hinweis. Bis Mittwoch könnt ihr noch teilnehmen für den Thermomix-Rezepte-Chip, den es zu gewinnen gibt. Ja, Mittwochabend bis 0 Uhr. Dann wird ausgelost unter allen, die sich halt beim Newsletter angemeldet haben. Und ansonsten findet ihr das Rezept wieder auf meiner Webseite www.kochen-mit-zimmi.de und dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.